Lieber Herr Paquet, vielen Dank für die außerordentlich freundliche Begrüßung und die Einordnung meiner Person. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch der Stiftung einen herzlichen Dank für diese ehrenvolle Einladung, die Rede zur Freiheit zu halten. Wenn man sich die Liste derjenigen anschaut, die diese Rede seit 2007 für die Stiftung halten durften, dann weiß man, da wissen Sie jetzt, welche Bürde auf mir lastet. Und damit, meine Damen und Herren, ist auch eigentlich schon der Eingangsgedanke eröffnet. Es ist über Freiheit schon viel gesprochen und nachgedacht worden und ebenso lang auch über das Scheitern und das Verzweifeln an der Freiheit. Bücherregale sind voll mit Werken zu diesem Thema. Man könnte den Eindruck gewinnen, eigentlich ist alles schon gesagt, erörtert und gewendet. Und auch die Reden zur Freiheit haben natürlich zu diesem Diskurs beigetragen. Eine solche Einschätzung beruht freilich auf einer Vermutung, nämlich dass das Konzept der Freiheit in einer allgemeinen, jederzeit akzeptierten Weise definiert werden kann und dann eigentlich nur Fransen am Rande des Geschehens noch unterschiedlich zu beschreiben sind. Diese Einschätzung ist jedoch in Zweifel zu ziehen. Sie beruht auf dem verständlichen Wunsch, dass ein in jeder Hinsicht so wichtiges Konzept, Paket davon gesprochen, unabhängig vom Wandel der Zeit und der herrschenden Ideologien gesehen werden sollte. Doch, so betont der Historiker und exzellente Kenner der politischen Ideengeschichte ist Quentin Skinner, Konzepte mit einer Geschichte, die sich bis zur Gegenwart im Widerstreit von Ideologien vollzog, solche Konzepte entziehen sich notwendigerweise einer umfassenden, allgemeinen, jederzeit gleichermaßen gültigen Definition. Man läuft dann in die Sackgasse hinein, wenn man das denkt, ein historisches Konstrukt systematisch nachzubilden und diesem dann einen Deutungskontext zuzuweisen, der selbst wieder nur historisch legitimiert scheint. Das ist zunächst eine gute Nachricht für den Referenten. Es gibt offensichtlich die Gelegenheit, noch Neues hinzuzufügen. Es ist gleichwohl, meine Damen und Herren, eine irritierende Nachricht für eine demokratische Bürgergesellschaft, die, so Hannah Arendt, darauf zielt, dass alles Politische die Freiheit ihrer Bürger sichert. Das setzt eine Gewissheit über die Freiheit voraus, die man sichern will. Doch um welche Freiheit handelt es sich? Die Antwort des Skinner kann nur in der Entwicklungsgeschichte, in der Genealogie des Konzeptes gesucht werden, indem man also dem Begriffsverständnis auf die Spur geht, historischen Markierungen folgt und dann vielleicht am Ende doch erkennt, was im Kern dann auf Dauer gilt. Die Reden zur Freiheit der Friedrich-Naumann-Stiftung seit 2007 eröffnen eine eigene Genealogie der Freiheitsdeutung. Versucht man sie zu bündeln, so kann man etwa dies sagen: Wir haben offenkundig anhaltende und vielfältige Schwierigkeiten mit der Freiheit, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der schwierigen deutschen Geschichte der Freiheitsgewährung und Freiheitssicherung, dem Verlust sozialer Gemeinschaften, der chronischen Furcht des Einzelnen vor der Freiheit, auch der Entpolitisierung mit der Folge einer Beliebigkeit des Freiheitsbegriffes. Und Karl-Heinz Paquet hat eben die aktuelle Dimension dieser Schwierigkeiten angesprochen. Man könnte nur einwenden, dass dies alles andere als verwunderlich ist, denn ansonsten machen ja Reden zur Freiheit im Auftrag einer politischen Stiftung keinen Sinn. Stiftung will ja nicht nur einen netten Abend bereiten und einen Bildungsauftrag erfüllen, sondern das Thema erstaunlicherweise immer wieder neu wenden und dazu einladen. Aber es bleibt, meine Damen und Herren, ein doch irritierender Befund, dass die Freiheit uns in der Moderne trotz der Erzählung ihrer Größe und trotz der immer wieder heroisch aufflammenden und nie verschwindenden Kampfes um sie und für sie so viel und so beständig Schwierigkeiten macht, manchmal sogar Schmerzen bereitet. Es gilt also, die Freiheit lockt offenkundig nicht immer und in unserer Zeit vielleicht ganz besonders nicht aus sich selbst heraus, durch ihr Versprechen zu sich. Die erste Vermutung lautet, und die hat mein Vorvorgänger als Institutsdirektor vor 35 Jahren so formuliert, dass reife Gesellschaften mit dem Standard westlicher Staaten nicht an Belastbarkeit gewinnen, sondern an Belastbarkeit
verlieren. Der Grenzertrag der Freiheit in ökonomischer Sicht schwindet. Schlimmer noch, die Menschen haben heute den Eindruck, sie müssten, nur um das Erreichte zu sichern, so viel mehr an Anstrengung aufwenden oder gar um noch eine Steigerung des Standards in einer Zeit globaler Abhängigkeit und technologischen Wandels zu erreichen. Diese Argumentation klingt überzeugend, offenbart aber eine erschreckende Abhängigkeit der individuellen Freiheit des Bürgers von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des politischen und ökonomischen Systems. So sehr es zustimmungsfähig ist, dass ein Freiheitsregime seine Legitimation zu verlieren droht, wenn es die materiellen Voraussetzungen für die eigenverantwortliche Lebensgestaltung des Einzelnen nicht verlässlich und nicht nachhaltig bieten kann, so sehr gilt doch ebenso, dass die politische Freiheit und Demokratie in Schwierigkeiten geraten, wenn ihre Akzeptanz nahezu ausschließlich an der ökonomischen Leistungsfähigkeit hängt. Freiheit heißt gerade die Unverfügbarkeit der Zukunft zu ertragen und die damit einhergehende unvermeidbare Ungewissheit auch auszuhalten. Peter Sloterdijk hat in seiner Rede zur Freiheit davon gesprochen, dass die Freiheit die Absage an die Tyrannei des Wahrscheinlichsten ist. Und Friedrich August von Hayek hat es so formuliert: Freiheit ist wesentlich, um Raum für das Unvorhersehbare, das Unvoraussagbare zu lassen. In Klammern gesprochen, das ist für uns Ökonomen, die wir heute alles und ständig prognostizieren, natürlich besonders unerträglich, das zu sagen. Aber die Freiheit, so Hayek, die nur gewährt wird, wenn im Voraus bekannt ist, dass ihre Folgen günstig sein werden, ist nicht Freiheit. Haben wir uns auf diese Ergebnisoffenheit der Freiheit etwa nicht gut gerüstet? Oder unterliegen wir der Illusion, dass sich mit der Freiheit immer auch als höchste Reife gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Wirklichkeit alles stets auf Dauer zum absolut Guten und nicht nur zum relativ Besseren wendet? Ein Hauch von Paradieserwartung schwebt im Raum, wenn sich der deutsche Idealismus in die Köpfe nicht weniger unserer Zeitgenossen windet und in Wahlkampfzeiten ganz besonders gerne. Der Aufklärung, den politischen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts und der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts entsprang der Optimismus, dass politische und ökonomische Freiheit auch als gesellschaftliche Besserungsanstalt wirken könne und die Übel auf diese Weise nachhaltig aus der Welt hinausgetrieben würden. Und wenn das dann politisch nicht so einfach, jedenfalls nicht ständig gelingt, na, dann sollte es doch durch wirtschaftspolitische Intervention und sozialpolitische Umsorgung möglich werden, den Einzelnen zu vervollkommnen und in Stand zu versetzen, sich gänzlich den höheren Werten einer transzendentalen Welt zu öffnen, zu verschreiben, um schließlich glücklich zu sein. Vielleicht, meine Damen und Herren, erkennen wir im Lichte der Erfahrungen des real existierenden Sozialismus im 20. Jahrhundert zu wenig an, dass der Marxismus mit seiner bloß getarnten idealistischen Herkunft und Grundierung genau hier angesetzt hat und seine Botschaft der mit ihm und durch ihn möglichen Menschwerdung nahezu heilsgeschichtlich formulierte. Wir finden es bei Immanuel Kant in all den idealistischen Sentenzen. Wir finden es im Kommunistischen Manifest mit der beruhigenden Aussicht auf Erfüllung, ich zitiere, in dem Maße, in dem die Ausbeutung des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird auch die Ausbeutung einer Nation durch die andere aufgehoben werden. Der Unterschied der Klassen und Nationen verschwindet, die öffentliche Gewalt, der Staat stürbe ab. Literarisch verarbeitet finden wir diese Aussicht auf das große Lebensglück bei Johannes R. Becher in seinem Gedicht Frühling. Zitiere, Friede, Friede sei auf Erden, Menschen, lasst uns Menschen werden. Wer wollte sich dem entziehen? Wer wollte dem widersprechen? Wer wollte sich einer Politik entgegenstellen, die mit diesem Motiv den Ausbau des Sozialstaats als Tugendlehre betreibt? Und da kann es nicht verwundern, dass sich dieses Versprechen heute in nahezu allen politischen Parteien als mehr oder weniger ausgeprägte sozialpolitische Versuchung wiederfindet. So hat sich als säkularisierte Heilsgeschichte die Sozialpolitik an die Stelle der christlichen Botschaft gesetzt
mit einem insbesondere für Protestanten großen Vorzug zeitlicher Attraktivität im Hier und Jetzt statt im Jenseits. Doch die Enttäuschung, was Wunder, ist groß, denn Geld und Umsorgung führen zur Vollendung des Menschen nicht einmal im Paradies, dass er das Versprechen der Sorglosigkeit in sich trägt und die grundsätzlich attraktive Haltung der Ohnmacht sogar ins Positive wendet. Der Marxismus hat sich zugespitzt formuliert: Mit unserer Sozialleistungsquote ganz ohne Revolution und Klassenkampf zu Tode gesiegt. Die Besserungsanstalt ist trotz der Tatsache, dass gut 12% der weltweiten Sozialleistungen in Deutschland geleistet werden, hier aber nur 1% der Weltbevölkerung lebt, ist in diesem Sinne wirkungslos geblieben. Der Mensch bleibt, was er immer war, zunächst und am Ende auf sich selbst verwiesen. In Situationen ebenso wie in Grenzsituationen des Lebens. Der in die Welt geworfene Mensch muss sich zunächst mit sich selbst befassen, wenn er über Freiheit nachdenken will. Das Gelingen und das Scheitern eines Lebens unter den Bedingungen der Freiheit beginnt beim Einzelnen und nicht beim Kollektiv. Wir müssen also, ich spitze zu und werde manche irritieren, über die Freiheitsverpflichtung des Menschen reden. Ich komme deshalb zügig zu meinem zweiten Punkt, der den Titel trägt: Thomas Hobbes und die Freiheitsverpflichtung des Einzelnen. Es war in der Philosophie, in der politischen Philosophie, die aus der Antike kam, ganz üblich, Freiheit den kollektiven Systemen zuzuordnen, der politischen, der staatlichen Ordnung, wo der freie Bürger oder die freien Bürger, die liberi homines, einerseits und die Sklaven abhängig von dem arbiträren Willen des Herrn andererseits zu finden waren. Es war dann, so hat wiederum Quentin Skinner überzeugend herausgearbeitet, Thomas Hobbes mit seinem Leviathan 1651, der in bahnbrechender Weise eine andere Verankerung der Freiheit, nämlich beim Einzelnen, vornimmt. Freiheit, so heißt es bei Hobbes, ist das Fehlen jedweder Hindernisse für das Handeln, die nicht in der Natur und intrinsischen Qualität des Handelnden liegen. Die Neuerung von Hobbes besteht in der Unterscheidung von äußeren und intrinsischen Hindernissen. Das eröffnet den Blick auf die Fähigkeit des Einzelnen, willentlich zu handeln. Damit wird die Fähigkeit, in Verfolgung einer Option aus mehreren zielorientiert zu handeln, zur impliziten Voraussetzung, dass überhaupt Freiheit wirksam werden kann, wenn es keine äußeren Hindernisse gibt. Der willentliche Vollzug einer Handlung ist deren Vollzug in Freiheit. Und der Wille manifestiert sich in der ungehinderten Wahl aus verschiedenen Möglichkeiten. Ein freier Mensch, so Hobbes, ist, wer nicht daran gehindert wird, Dinge nach seinem Willen zu tun, zu denen er aufgrund seiner Kraft und seines Verstandes fähig ist. Und um die Reichweite dieser Definition und auch die Provokation, die darunter für uns Heutige drin liegt, aufzuzeigen, will ich ein Beispiel zitieren, das Sie bei Hobbes finden. Wenn jemand, so sagt er, seine Waren ins Meer wirft, aus Furcht, das Schiff werde sinken, tut er es dennoch sehr willentlich und er kann davon absehen, wenn er will. Es ist deshalb die Handlung eines Menschen, der frei war. So bezahlt ein Mensch zuweilen seine Schulden nur aus Furcht vor dem Gefängnis, was die Handlung eines Menschen war, der die Freiheit dazu hatte, da ihn niemand daran hinderte, sie vorzuenthalten. Freiheit, das ruft uns Hobbes zu, hört nicht auf, kraftvoll von Bedeutung zu sein, nur weil die Handlungsalternativen zwischen Regen und Traufe wenig attraktiv sind. Freiheit fordert uns auch dort zu entscheiden, wo es unbequem ist und wo wir gerne eine dritte Alternative hätten, die uns zuträglicher erscheint. Freiheit, so verstanden, lässt keine einfachen Ausflüchte zu, keine Reklamation der Ohnmacht, keine selbstverständliche Würdigung der Opferrolle. Und das gilt auch, meine Damen und Herren, für jene, denen das Etikett der Abgehängten oder der Abgehängtseienden angehängt wird. Auch hier gibt es immer eine Wahl. Auch hier gibt es immer eine Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen. Solange wir also die Wahl haben und uns niemand tatsächlich daran hindert, diese willentlich vorzunehmen, solange sind wir frei. Darum geht es Hobbes
nicht um die menschliche Vervollkommnung oder die Einlösung eines Heilsversprechens auf Glück. Zugegeben, das wird schnell ungemütlich, denn dann sind die Fragen zentral, ob und wo denn wirklich ein äußeres Hindernis den Einzelnen behindert hat, ob es nicht doch die eine oder andere Wahl gab, ob die Chance bestand, am Hindernis vorbei zu einer besseren Wahl zu gelangen oder ob es nicht etwa seitens der Person der Fähigkeit ermangelt, zu entscheiden und zu handeln. Haben wir etwa unser Leben verfehlt, weil wir die Freiheit hintangestellt haben? Hobbes ist in gewisser Weise unerbittlich, denn er manifestiert, dass man auch in Freiheit leben kann, ohne, man höre und staune, in einem Freistaat zu leben. Er meint jetzt nicht Bayern. Genauer, so schreibt er, das Maß unserer Freiheit unter der absoluten Monarchie muss nicht notwendig geringer sein als unter der Herrschaftsform einer Volksregierung oder eines demokratischen Staates. Damit gelangen wir als geübte Republikaner und überzeugte Demokraten auf ein schwieriges Terrain. Die Spannung aber, meine Damen und Herren, löst sich, wenn man hier eine Asymmetrie der Freiheitsberechtigung und der Freiheitsverpflichtung erkennt. So sehr die Demokratie der Freiheit verpflichtet ist und der Bürger in ihr dazu berechtigt, wie Paul Kirchhoff das immer ausbuchstabiert. So wenig ist in anderen Regierungsformen der Bürger aus seiner selbstbezüglichen Freiheitsverpflichtung entlassen. Wir sind zu unserer Freiheit verpflichtet, selbst wenn das politische System dies ignoriert und unsere Freiheitsberechtigung in Frage stellt. Denn es gibt natürliche Rechte, die nirgends dem Staat zustehen. Dafür nennt Hobbes Freiheit zu kaufen und zu verkaufen, Verträge miteinander abzuschließen, den eigenen Wohnsitz zu wählen, die eigene Ernährung, den eigenen Beruf zu wählen, die Kinder zu erziehen, wie man es für sich richtig hält und dergleichen. Darauf bezogen, so Hobbes, behalten wir unsere natürliche Freiheit und die Gesetze zu befolgen oder nicht. Wir behalten also unsere Freiheit zu allen Zeiten und in allen politischen Systemen die natürlichen Rechte in unserer Entscheidungshoheit zu behalten und dafür das Gesetz zu brechen. Ein wenig erinnert dies an Jürgen Habermas' Kategorie des zivilen Ungehorsams, der sich in der Demokratie als legitim erweist, wenn es darum geht, die Verletzung demokratischer Grundregeln durch das Mehrheitsprinzip zu vereiteln und die Verfassung zu retten. Jeder Verfassungsvertrag, so würde Hobbes ergänzen, kann freilich nur dadurch Autorität gewinnen, dass er diese unveräußerlichen, weil natürlichen Rechte nicht behandelt, sondern als Freiraum, als Reservat der Privatheit sichert. Für den Einzelnen wird es freilich dadurch noch ungemütlicher. Wenn der zivile Ungehorsam als Freiheitsrecht zwar gerade nicht zur Normalität gehören darf, als Option aber zu jeder Zeit an jedem Ort grundsätzlich besteht. Damit grenzt sich Hobbes, so Skinner, noch einmal gegenüber jener antirepublikanischen Denktradition ab, die Freiheit nicht die Freiheit einzelner Menschen, sondern die Freiheit des Gemeinwesens nennen. Mit dieser Argumentation verschiebt sich der primäre Anker der Freiheit, ich betone es nochmal, von der Ordnung, die den Einzelnen frei sein lässt, hin zum Individuum, das stets aus eigener Kraft und Würde Freiheit beansprucht und bewirkt. Und so erhielt der Freiheitsdiskurs aus den englischen Revolutionen des 17. Jahrhunderts ihrer Philosophenspiegelung durch insbesondere Hobbes, aber auch bei John Locke, bedeutsame Impulse. In den Mittelpunkt rückte dadurch das Individuum, seine Freiheit, seine prinzipielle Gleichheit, seine Schutzwürdigkeit und seine Schutzbedürftigkeit. Das führt zu der Frage, ob und wie, meine Damen und Herren, der Einzelne mit dieser Freiheit überhaupt zurechtkommen kann. Das bringt mich zu meinem dritten Abschnitt, überschrieben Helmut Plessner und die Überforderung in der Freiheit. Die politische Freiheit im Sinne von Thomas Hobbes hat im Zusammenspiel mit den späteren politischen und ökonomischen Revolutionen neue Handlungsräume eröffnet, neue Handlungsmöglichkeiten geschaffen. Wir alle spüren es täglich. Die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse verbesserten sich und verbessern sich für immer mehr Menschen. Die Lebenserwartung stieg und steigt beständig. Die Wissensbestände explodieren geradezu und sie tun es weiterhin. Die Folge ist, dass seit fast 200 Jahren die Menschen fortlaufend über mehr finanzielle Ressourcen, mehr Bildung, bessere Gesundheit und über mehr Zeitressourcen verfügen als die jeweils vorangegangene Generation. Zeitgewinn bedeutet Zugewinn an Gestaltungsfreiheit.
und dieser zivilisatorische Gewinn durch die kapitalistische Wirtschaftsweise und keine andere kann dies erklären und erbringen, ist gewaltig. Verbrachte in der Phase der frühen Industrialisierung, also etwa vor 200 Jahren, ein Familienernährer rund 20% seiner Lebensarbeitszeit mit Berufsarbeit im arbeitsrechtlichen Sinne, so liegt es heute noch bei 8%. Hatte ein Arbeitnehmer in den 1950er Jahren, also der etwa hier unter dieser Kulisse gearbeitet hat, beim Beginn seiner Rente rund 95.000 Berufsarbeitsstunden hinter sich, so sind es heute 65.000 Berufsarbeitsstunden bei einer ganz anderen Lebenserwartung, auch wenn sich zum Schluss das wieder etwas erhöht hat, aber es wird ja wieder kräftig gearbeitet, das wieder unter die auf die Marke wieder von 65.000 zu runterzudrücken. Und nun ist der entscheidende Punkt. Trotz dieser enormen Zeitgewinne gilt der Mensch, so schreiben Philosophen, rätselhaft wie schon immer, wird sich selber nicht los. Als Subjekt hat er eine Lawine des Wissens losgetreten, in der er, Objekt der Objekte, mit unterzugehen droht. Der Philosoph Hans Blumenberg nennt das das große Rätsel des wachsenden Überdrusses an der Wissenschaft. Da die Wissenschaft immer weniger offensichtliche Probleme bewältigt, verschwindet ihre akute Dringlichkeit und damit ihre selbstverständliche Rechtfertigung. Und so verschärft sich, was im Laufe des 19. Jahrhunderts mit dem wirtschaftlichen, technischen, wissenschaftlichen Fortschritt angelegt war. Denn im Zuge dessen hatten die auf den Menschen bezogenen empirischen Wissenschaften, die Biologie als die Leitwissenschaft des späten 19. Jahrhunderts, aber ebenso die Physiologie, Psychologie, Medizin und Ethnologie, befreit aus den theologischen Bevormundungen und mit ihren Bindungen ihren Beitrag geleistet und ihren Anspruch auf die Definitionshoheit über das, was der Mensch war und ist. Die Definitionshoheit lag also am Ende des 19. Jahrhunderts, am Übergang zum 20. in der Hände dieser empirischen Wissenschaft unter Führung der Biologie. Die Frage, was der Mensch war und ist, was eine Lebenssituation der modernen Welt bestimmt und gestaltet, welchen Herausforderungen und Dilemmata er im Spannungsbogen zwischen Körper und Geist gerade in fortschreitenden Zeitgewinns ausgesetzt war, das verlangte aber auch, so meinten einige philosophische Reflexionen, und das ist der Beginn der modernen philosophischen Anthropologie, an deren Spitze meiner Einschätzung eher Helmut Plessner als Max Scheler oder Arnold Gehlen stehen. Helmut Plessner war dazu in besonderer Weise prädestiniert. Er hatte naturwissenschaftliche Studien betrieben, er war Philosoph. Er konnte sozusagen das aus den Einzelwissenschaften bereitgestellte Wissen auf den Menschen anwenden. Und für Plessner bleibt der Mensch als Lebewesen mit seiner biologischen Möglichkeit im Rahmen, wie er so schön sagt, seiner tierischen Herkunft. Aber, und das macht den Unterschied zum Tier, ist er befähigt, mit seinen geistigen Anlagen über sich selbst zu reflektieren und zu sich selbst Distanz zu schaffen. Die große Herausforderung liegt also darin, dass wir als Menschen der modernen Welt aus der Aufklärung heraus in eine Befähigung gebracht wurden, über uns selbst in einer lebensnahen Weise nachzudenken. Der Mensch aber, Plessner, ist der Anfang der Handlung. Der freie Entwurf, den kann er wagen, mit dem Risiko des Scheiterns, mit allen Möglichkeiten, die darin liegen, aber mit allen Gefährdungen auch. Und die Fähigkeit im Hobbeschen Sinne, willentlich zu entscheiden, ist für Plessner der Ausgangspunkt. Die Fähigkeit zur Distanzierung, die einzig der Mensch besitzt, erlaubt es ihm, dass er sozusagen mit seiner doppelten Rolle in seiner Kreatürlichkeit und in seinen geistigen Fähigkeiten zurechtkommt. Er lebt sein Leben und geht auf Distanz zu seinem Leben. Der Mensch steckt in seinem Körper, so schreibt Plessner, wie in einem Futteral. Er ist dazu verdammt und zugleich in sich und nicht in sich zu sein. Diese exzentrische Positionalität des Menschen, das ist der Anlass zur Kultur. Wir arbeiten in unserem Leben, wir arbeiten an den Bedingungen unseres Lebens ständig. Wir spüren ein permanentes Ungenügen an uns selbst, eine permanente Unruhe. Und um sich ins Gleichgewicht zu bringen und nicht erst um es zu verlassen, wird der Mensch dauernd nach neuen Streben. Er wird sich sozusagen in einen ewigen Prozess der Überbietung hineinbringen. Thomas Hobbes hätte diese Einordnung mit Freude gelesen, denn die philosophische Anthropologie von Helmut Plessner füllt jene Lücke
um die sich der politische Philosoph nicht kümmern muss. Die Frage nämlich nach der Natur und der intrinsischen Qualität des Handelnden. Allerdings aus der Zufälligkeit des menschlichen Daseins ergibt sich das Verlangen des Menschen nach einer letzten Zuflucht. Für Plessler aber gab es keine letzte Gewissheit. Das Bedürfnis nach ihr läuft aus seiner Sicht ins Leere. Der Mensch ist ins Nichts gestellt und gerade deshalb ist er auf den gesellschaftlichen Schutz angewiesen, der gesellschaftliche Schutz für seine Verlässlichkeit, für seine Verletzlichkeit. Der Mensch kann nicht alleine, weil er sozusagen ungenügend ausgestattet ist, um die Sicherung zu erbringen. Ins Nichts gestellt sind wir vor die Pflicht zum Politischen gebracht. Wir müssen die Privatheit eines jeden Menschen respektieren. Dort beginnt sozusagen die andere Sicht der Freiheit, den Freiheitsraum des Einzelnen zu akzeptieren und ihm, so würde Plessner sagen, einen Schutzraum zu gewähren. Plessner belässt es also bei der selbstbezüglichen Freiheitsverpflichtung des Einzelnen und der politischen Antwort darauf, aber er sagt auch, es gibt keine letzten Gewissheiten und er macht auch klar, es gibt kein Ziel des Ganzen. Es gibt keine heilsgeschichtliche Aussicht auf Vervollkommnung im Glück, sondern wir beginnen immer wieder bei uns, bei unseren Möglichkeiten, bei unseren begrenzten Fähigkeiten, in den Konflikten mit uns selbst, in den Konflikten mit anderen. Sie können sich gut vorstellen, dass mit dieser Position Helmut Plessner viel Kritik in seiner Zeit hervorgerufen hat. Die marxistische Frankfurter Schule konnte ihm überhaupt nicht folgen, die natürlich von der Perspektive einer Vervollkommnung getragen war, aber auch rechtsnationalistische Ideen einer Vervollkommnung des Menschen in einer nationalen Bestimmung haben hier nichts zu suchen. Wir entkommen also unserer Freiheitsverpflichtung nicht. Wir können nur, so schlussfolgert Plessner, durch die Annahme der Pflicht zum Politischen unseren Weg durch die ungemütliche Freiheit auf Erden finden. Nur so kann die Schutzbedürftigkeit der menschlichen Seele ernst genommen werden. Und dazu gehören dann gesellschaftliche Rollen, Ordnungssysteme, Spielregeln, das, was wir Ökonomen ganz gut kennen. Ich komme darauf zurück. Wir benötigen also Distanz, diesen Abstand zu den anderen. Wir brauchen ihn auch zu uns selbst, um unsere Würde zu bewahren. Wir müssen dabei akzeptieren, dass die scheinbar irrationale Einsicht, dass der am weitesten kommt, der nicht weiß, wohin er geht, auch in Zeiten hochentwickelter Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften ihre freiheitliche Berechtigung hat. Doch was als irrational erscheint, ist nur die realistische Absage an eine hemmungslose, restlose Rationalisierung der Weisheit des Intellekts, dass der am weitesten kommt, der weiß, wohin er geht. Wir sind in einer offenen Zukunft, wir sind in dem, was Sloterdijk die Absage an die Tyrannei des Wahrscheinlichsten nannte. Je mehr wir das akzeptieren können und ebenso die Frage, die Folge, dass die Welt sich ihrer vollständigen Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit entzieht, umso weniger hat der Radikalismus, der die Gegenwart für die utopische Heilsidee eines idealen Staates zu vernichten droht, Entfaltungsmöglichkeiten. Karl-Heinz Parquet hat in seinen einführenden Worten von der gegenwärtigen Gefährdung durch solche heilsgeschichtlichen Überdehnungen des Staates gesprochen. Und genau dies beklagte Helmut Plessner in den 1920er Jahren. Er beklagte die Verkümmerung der politischen Kultur in Deutschland und eine Geringschätzung der politischen Sphäre, die aber zugleich mit einer Vergötterung des Staates an sich einherging. Plessner hält dagegen an der Würde des Menschen, wie er so schreibt, diesem ramponierten und dennoch unverzichtbaren Desiderat unserer Selbstbestimmung fest. Die Würde als das ramponierte, aber unverzichtbare Desiderat unserer Selbstbestimmung. Der unergründliche Mensch, der Homo absconditus, wie er ihn nennt, ist sich ständig jeder theoretischen Festung sich entziehenden Macht, seine Freiheit, die allen Fesseln sprengt, die Einseitigkeit der Spezialwissenschaften ebenso zu entziehen. Die neuere philosophische Anthropologie also, so will ich in den dritten Punkt schließen, lässt uns freiheitstheoretisch nicht von der Angel. So sehr die konstitutive Konfliktlage des Menschen in seiner existenziellen Dimension deutlich wird, so sehr
die Anforderungen des Menschen zu seiner Überforderung in der Freiheit werden, so ergibt sich daraus doch kein Pardon für den Verzicht auf die Freiheit. Die Überforderung, die uns, zumal in der Zuspitzung von Thomas Hobbes trifft, muss angenommen werden, wenn wir nicht nur unserer Freiheit, sondern auch unserer Würde nicht verlustig gehen wollen. Die Bewältigung dieser Überforderung hängt an Ordnungen, hängt an der Gestaltung des öffentlichen Raums. Dort finden wir Entlastung. Wir Menschen sind also im Grunde ständig auf der Suche nach Entlastungen, um mit dieser Freiheit auch als Überforderung zurechtzukommen. Deswegen komme ich zu meinem vierten Punkt, der überschrieben ist Adam Smith und die Suche nach Entlastung. Die Geschichte geht etwa so, meine Damen und Herren. Mit der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, mit den Religionskriegen, der Reformation vorangegangen, mit der Aufklärung als letztlich philosophisch notwendige Antwort und der Forderung nach Toleranz, verändert sich auch die Beschreibung der Rolle des Menschen in der Welt. In einer heilsgeschichtlich-theologischen Perspektive ist die Sache relativ einfach, denn alles das, was auf der Welt passiert, liegt nicht in unseren Händen, nicht in Händen der Menschen, sondern in Händen Gottes. Dies ist nach der Reformation, nach der Aufklärung nicht mehr denkbar. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Er kann sich nicht einfach auf göttlichen Zuspruch der Gnade raussprechen. Er kann auch nicht mehr nur im Sinne der Leibnizischen Theodizee sagen, dass diese Welt halt die beste aller möglichen sei und wir mit den Übeln zurechtkommen müssen, wenn der Mensch erwiesen hat, dass er diese Übel a. bewältigen, aber auch b. verursachen kann. Das heißt, so spitzt sich diese philosophische Geschichte zu, es gibt mit dieser Modernisierung, mit dieser Öffnung zum Menschen hin und zu seiner Fähigkeit zu handeln, auch die Öffentlichkeit zu gestalten, auch die Konsequenz, dass wir für die Übel, für die Missstände in der Welt keinen anderen verantwortlich mehr machen können. Und wenn Sie dann sich die Geschichte seitdem anschauen, stellen Sie drei große Entlastungsversuche, die wir ständig organisieren, fest. Entlastungsversuche bei dem Umgang mit dieser Forderung. Wir sind verantwortlich für die Übel, für die Missstände in dieser Welt. Die erste Antwort ist die Definition von Schutzrechten. Die Deklaration der Menschenrechte am Ende des 18. Jahrhunderts war nichts anderes, als dem einzelnen Menschen einen Raum der Unbelangbarkeit zu sichern. Hier greift der aufklärerische Gedanke der Freiheit, die Selbstbestimmung, die Schutzbedürftigkeit zu dem Institut der universellen Menschenrechte im Schoße der französischen Revolution, aber auch der amerikanischen Revolution, ja quasi auf transatlantisch-philosophischer Grundlage definiert. Der erste Strang also die Menschenrechte. Der zweite Strang, meine Damen und Herren, das waren die Erfindung der Museen. Warum? Dort, wo wir die Vergangenheit bewahren, wo wir die Leistungen der Vergangenheit, aber auch die Relikte der Heroen und anderer konservieren, wo wir uns mit dem ins Benehmen setzen, sind wir wiederum in Orten der Unbelangbarkeit. Erinnerungsorte sind Orte der Unbelangbarkeit oder wie es der Dichter Jean-Paul nennt, Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Auch hier der Versuch der Entlastung, indem wir Räume bekommen, in denen wir nicht belangbar sind. Man kann nun in dieser Weise argumentieren, man kann aber auch versuchen, mit den Übeln konstruktiv umzugehen, weil sie als ein produktiver Bestandteil der Welt verstanden werden. Und hier letztlich kommen wir zum ökonomischen Denken, zum Aufbruch der Nationalökonomie, zur Moderne, wenn Sie so wollen. Die Metapher der unsichtbaren Hand bietet ja genau auf geniale Weise dieses Versprechen. Ihr könnt handeln im Einzelnen, ihr könnt eure individuellen Interessen verfolgen. Ihr müsst keine allgemeinen wohltuenden Ziele haben. Ihr dürft handeln im Rahmen der Regeln. Und das Ergebnis der Koordination der unsichtbaren Hand der Märkte sorgt für eine Wendung ins Gute. Es ist ja schon auffällig, dass die Erfinder des modernen ökonomischen Denkens durch die Bank Moralphilosophen, Sozialethiker, Historiker und Juristen waren. Die jedenfalls keine Mathematiker im engeren Sinne, die ja heute ganz besondere Bedeutung in unserem Fach haben. Adam Smith, John Miller, David Hume und Adam Ferguson stehen dafür. Sie alle der schottischen Heimat waren der Frage gefolgt, wie es auf der einen Seite gelingt,
Die vielen, vielen Entscheidungen der Freiheit, die vielen, vielen Handlungen, die zustande kommen, weil die Menschen jeder für sich entscheiden, wie sie ins Gute gewendet, koordiniert werden und wie wir dafür ein Gemeinwesen schaffen, das die Sicherung dieser Freiheitsrechte auf Dauer gewährleistet. Die Werke von Adam Smith durchzieht der Versuch, die menschliche Natur in ihrer Vielfältigkeit, Bindung und Orientierungssuche zu verstehen. Es hat ja lange den Streit gegeben, ob der Wohlstand der Nationen und das erste Buch, die Theorie der ethischen Gefühle, irgendwie unterschiedliche Welten und Erfahrungshorizonte bei Adam Smith spiegeln. Wir wissen heute, dass er an beiden auch immer wieder gearbeitet hat, dass es Rückbezüge gibt und beide zusammen als ein kluges Arrangement ökonomischen Denkens uns bis heute Handreichung geben. Die natürliche Disposition des Einzelnen zur Wahrnehmung und zum Mitempfinden der Situation anderer, so würde er sagen, konstituiert seine Menschlichkeit. Es ist nicht der kalte Markt, es ist der Markt, der koordiniert, aber es ist die Sicht des Menschen auf die anderen in Freundschaft, in Kooperationsneigung. Das, so würde er sagen, macht letztlich den liberalen Staat in seiner Gänze aus. Mit dieser Perspektive bietet Adam Smith eine doppelte Entlastung. Er eröffnet zum einen eine glaubwürdige Aussicht auf die konstruktive Nutzung der Übel für gute wirtschaftliche Ergebnisse und er begründet zum anderen plausibel die Hoffnung, dass die Gesellschaft in der liberalen Ordnung zusammenhält. Und insofern stellt Smith mit der politischen Ökonomie eine Verbindung her zwischen der Mechanik der Märkte und der Schaffung von Wohlstand auf der einen Seite und der moralischen Orientierung des Menschen und deren Beitrag zur gesellschaftlichen Bindungskraft andererseits. Freiheit beruht unweigerlich auf der moralischen Dignität des Einzelnen. Und hier öffnet sich die Verbindung zu den entwickelten freiheitsphilosophischen Strang. Die politische Freiheitsphilosophie des Thomas Hobbes spiegelt sich in der Befähigung des Einzelnen, der nicht nur zur willentlichen Handlung grundsätzlich berufen ist, sondern dafür durch begünstigende ökonomische Bedingungen unterstützt, sowie vor der überfordernden Zuständigkeitsanklage für die Welt entlastet wird. Wir sind also pragmatisch unterwegs. Sie hatten den Begriff im ganz anderen Kontext gewählt, aber auch hier. Es ist eigentlich eine ganz pragmatische Sicht. Es ist keine moralische Überforderung des Menschen, die ihn auffordert, jeden Tag gut zu sein, sondern die ihm das Versprechen gibt, wenn er mit dieser Perspektive unterwegs ist und der Akzeptanz des Öffentlichen sich arrangieren kann, dass dann die Dinge ihren Weg finden. Und dennoch, meine Damen und Herren, verzweifeln die Vorkämpfe für die Freiheit. Vor allen Dingen dann, wenn sie ihre idealistische Brille aufhaben und nach der Sinnerfüllung in und durch die Freiheit fragen. Das bringt mich zu meinem fünften und letzten Abschnitt, überschrieben: die Sinnlosigkeit der unbequemen Freiheit. Sie haben gemerkt, ich bin ein bisschen meandert. Der historische Gang durch die philosophischen Reflexionen war kein geradliniger, sondern ist den Themen gefolgt. Das hat bisher für viele vielleicht, die kritisch sind, noch nicht wirklich als Werbemaßnahme Einstellung zur Freiheit geführt. Zumindest, wenn die Erwartung lautete: Wo finde ich die Freiheit als Chance ohne Belastung? Wo eröffnen sich Möglichkeiten aus wohltemperierten Alternativen? Wo werde ich vor der Unsicherheit und den Zufällen der Freiheit geschützt? Wer den modernen Freiheitsdiskurs in seinen frühen aufklärerischen Befund zum Ausgangspunkt nimmt, der wird auf diese Fragen zunächst und sehr lange keine zumindest geschmeidige Antwort finden. Halten wir zunächst fest, was aus den drei Argumentationslinien nachwirkt. Erstens, und noch einmal, Freiheit ist das Fehlen externer Hindernisse für die willentliche Entscheidung und Handlung des Einzelnen. Man könnte um ein anderes Beispiel von John Locke noch nehmen. Wenn der Straßenräuber, so würde er sagen, vor Ihnen steht, mit der Waffe in der Hand und sagt Geld oder Leben, dann würde sowohl Hobbes als auch Locke sagen, Sie sind frei in der Entscheidung und Sie werden sogar sehr willentlich das Geld geben. Es gibt immer, so würden Sie überspitzt an diesem Beispiel deutlich machen, eine Wahl, über die wir zumindest nachzudenken haben. Und dann sind wir in einer gewissen Weise in dieser Freiheit selbstverständlich. Zweitens, der Umgang mit der Freiheit wird im Lichte der anthropologischen Beschränkungen des Menschen und der Dilemmata zu einer Herausforderung.
Obgleich der verletzliche Mensch mit seiner exzentrischen Positionalität politisch Schutz und Distanz schaffen kann und muss. Nur so kann die Privatheit gesichert, nur so kann jener Raum der Selbstreflexion entstehen. Da kommt der am weitesten, der nicht weiß, wohin er geht, so Helmut Plessner. Und drittens, die Pflicht zum Politischen kann jedoch die Überforderung des Menschen allein nicht bewältigen. Sie bringt sie zum Ausdruck. Deswegen bedarf es der Kompensation, die Erklärung universeller Menschenrechte, die Schaffung von Erinnerungsorten als Schaffung von Reservaten der Unbelangbarkeit sind darauf zu vermerken, aber ebenso die wirksame Entlastung im täglichen Miteinander durch Adam Smiths Metapher der unsichtbaren Hand. Der mitunter verzweifelnde Ton der zeitgenössischen Reden zur großen Geschichte der Freiheit angesichts abnehmender Überzeugungsstrahlkraft eben dieser Geschichte eigen ist. Und Sie können diese Verzweiflung in vielen Reden zur Freiheit, die zur Naumann-Stiftung gehalten wurde, nachlesen. Reflektiert, so wird gerne behauptet, jene Spaltung der Gesellschaft, die der neoliberale Reformgeist verursacht habe. Doch hier scheint mir ein doppeltes Missverständnis durch. Einerseits öffnen Reformen, die objektiv mehr Beteiligungschancen im ökonomischen System begründen, auch Raum für mehr Kooperationsleistung. Allerdings scheint es so, dass gute Ergebnisse nur als gut akzeptiert werden, wenn sie mit ideologisch satisfaktionsfähigen Instrumenten der Wohlfahrtstechnologie erzielt wurden. Ansonsten kann nicht sein, was nicht sein darf. Andererseits wiederholt dieses Argument implizit die These, dass Freiheit nur wirkungsmächtig sein kann, wenn die ökonomischen Verhältnisse günstig sind. Diese Verengung des Freiheitsbegriffes ist bedenklich und wir sollten ihr entgegentreten. Und so verbirgt sich hinter der Enttäuschung der Freiheitskämpfer wohl etwas anderes. Vielleicht müssen wir ganz schlicht zunächst akzeptieren, meine Damen und Herren, dass andere die Freiheit anders nutzen als die großen Traditionen europäischer Geistesgeschichte und die prägenden Erfahrungen der politischen Geschichte nahelegen. Doch kann aus der Akzeptanz auch Verständnis werden, das wiederum kommunikativ Brücken bauen ließ? Das ist sicher leichter gesagt als getan. Und zwar sowohl im Blick auf jene, für die zur Freiheit auch die Ablehnung und Gefährdung der Freiheit selbst gehört, als auch mit Blick auf jene, für die die eigene Freiheit um so viel bedeutsamer und legitimierter ist als die aller anderen, dass sie daraus den Anspruch absoluter Macht ableiten. Fassen wir es kleinteiliger und fragen, was machen wir mit jenen, die ihr Leben verfehlen, weil sie öffentlich wie privat die Freiheit zugunsten anderer Interessen, von Affekten, von Vorteilen hintanstellen und es vielleicht noch nicht einmal bemerken? Wie begegnen wir Unternehmern, die sich über die schnellen Verwaltungsakte in nichtdemokratischen Systemen freuen und daraus einen Nachteil für unsere scheinbar langsame freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung machen? Wie begegnen wir Menschen, die sich in ihrer schwachen Einkommensposition als Abgehängte selbst benennen oder tituliert werden, entgegen den objektiven Tatsachen als Opfer sehen? Und was antworten wir jenen, die das Reden von der Freiheit als Luxus der Eliten fern der Menschen bewerten? Die Antworten sind theoretisch scheinbar simpel. Wir brauchen eine konsequente Sanktionierung der eigenen Verantwortung und der daraus folgenden Haftung. Wir brauchen ein Bildungssystem, das mögliche Nachteile der sozialen Herkunft neutralisiert. Wir brauchen eine aktivierende statt eine alimentierende soziale Sicherung. Wir brauchen die allgemein akzeptierte Bereitschaft, Fakten zur Grundlage unserer Entscheidungen zu machen und diese in bewährten Verfahren unserer Verfassung und Rechtsordnung umzusetzen. Vielleicht ist noch etwas anderes zumindest ebenso wichtig. Die Einsicht darin, dass Freiheit per se nicht vor Sinnlosigkeit bewahrt und Sinnverlust vermeidet. Es schwingt immer noch, wenn wir über Freiheit des Einzelnen reden, die idealistische Zusage mit, dass es dann auch eine Art innere Erfüllung und einen Sinn für das eigene Tun gebe, sowie einen Zugang zum Lebensglück sich quasi automatisch öffne. Meist folgt dem die Deutung auf dem Fuße, dass Freiheit die Zukunft der Unverfügbarkeit, der Kontingenz entziehe und die prinzipielle Offenheit sowie die Ungewissheit menschlicher Lebenserwartung qualitativen Sinne
durch Sinngewinn einschränke. Die Realität belehrt uns eines anderen noch einmal als Sloterdijk: Die Freiheit ist die Absage an die Tyrannei des Wahrscheinlichsten. Oder Blumenberg: Freiheit ist die Pflege des Unselbstverständlichen. Wir tun, meine Damen und Herren, der Freiheit einen Tort an, wenn wir sie inhaltlich mit einer Sinnerwartung und einem Glücksversprechen aufladen, derer sie zu ihrer Legitimation nicht bedarf und die durch Mangelerscheinung sowieso Enttäuschung produzieren muss. Allein die emphatische Sinnerwartung unserer Zeit und zugleich die offene Debatte über das, was unter Sinn zu verstehen ist, macht deutlich, auf welch schwankendem Grund wir uns damit bewegen. Oder in den Worten des Philosophen Udo Marquardt: Der Sinn ist stets der Unsinn, den man lässt. Stattdessen müssen wir dafür werben, die Offenheit der Zukunft, die Würde des Zufalls und sinnfreier Vorgänge, die Kontingenz, die Zufallbedingung unserer Erwartung zu akzeptieren, anzunehmen und uns anzueignen. Das ist wahrlich eine große Aufgabe. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Möglichen und Unmöglichen, zwischen dem Verfügbaren und Unverfügbaren, zwischen dem Gestaltbaren und dem Hinzunehmenden, zwischen der Situation und der Jasperschen Grenzsituation des Lebens, in der wir existenziell bedroht und erfasst werden. Entlasten wir also, das wäre meine Bitte, die Rede zur Freiheit von der Hoffnung auf Sinngewinn durch Freiheit. Es ist weder realistisch noch hilfreich, wenn wir vom Einzelnen, jeder in seiner Herausforderung einer exzentrischen Positivität gefangen, nicht nur zu leben, sondern diesem eigenen Leben gegenüber Distanz einzunehmen, auch noch verlangten, die gewährte Freiheit durch Sinnproduktion zu rechtfertigen. Helmut Plessner hat uns auf die Belastung und Überforderung aufmerksam gemacht, die auf dem Menschen lastet, weil er sich erst schaffen muss und dennoch permanentes Ungenügen dabei verspürt. Die elementare Freiheit, die Thomas Hobbes meint, wird dann zur Bürde. Anders gewendet: Wenn wir die Freiheit von der Bedingung der Sinnproduktion befreien, wenn uns Unsinn und Sinnverlust des Einzelnen kollektiv nicht kümmern, dann verliert die Freiheit als das Fehlen, ich zitiere, jedweder Hindernisse für das Handeln, die nicht in der Natur und intrinsischen Qualität des Menschen liegen, zumindest teilweise ihren Schrecken. Dann können wir gar mit Leichtigkeit die Freiheit wieder darauf beziehen, wo sie ihren Ausgang nimmt und ihre Würde gewinnt, auf den Einzelnen. Und wir können und sollten Freiheit deshalb so verstehen. Freiheit, meine Damen und Herren, ist der Verzicht auf die Anstrengung, ohnmächtig zu bleiben. Nur so können wir selbst jene Sicherheit finden, die in den Institutionen unserer Verfassungsordnung angelegt ist, aber den lebenspraktischen Wendung bedarf. Das gilt insbesondere in der digitalen Transformation, in der wir nur souverän und selbstbestimmt zurechtkommen. Dies gilt ebenso in Zeiten, in denen die demokratische Ordnung sich unter vielfältigen inneren wie äußeren Druck befindet. Wir alle sind und jeder Einzelne ist zur Freiheit verpflichtet. Dies hat freilich zum Schluss zwei Konsequenzen. Erstens ist das Prinzip der Selbstverantwortung, der Vertragseinhaltung und der Haftung umso wichtiger. Wer willentlich handelt, der muss willentlich verantworten. Wer zuerst nach dem Staat fragt und danach, was dieser für ihn tun könne, der muss mit dem Vorwurf leben, die Idee der Freiheit fahrlässig aufzugeben. Zweitens hilft uns die Wirtschaftsordnung der unsichtbaren Hand, weil sie unabhängig von der Motivlage des Einzelnen durch den funktionsfähigen Preismechanismus zu wohlfahrtsförderlichen Ergebnissen führt. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, und darum sind wir hier, benötigen wir mehr Klarheit in der öffentlichen Ansprache, wo ganz offenbar nicht auf die Anstrengung verzichtet wurde, ohnmächtig zu bleiben. Sie wissen, welche Konflikte das für Menschen im öffentlichen und politischen Raum bedeutet. Die Ernsthaftigkeit des Freiheitsdiskurses muss sich in dieser Klarheit erweisen und auch im Streit. Wer sollte ernst genommen werden im Ringen um die Freiheit, der nicht dafür zu streiten bereit ist? Wer nur für die Freiheit zu werben bereit ist, wo ihm Zuspruch und wärmendes Lob entgegenschlägt, der ist kein Streiter für die Freiheit. Wir müssen der Versuchung zur Unfreiheit aus Bequemlichkeit entgegentreten, denn ich wiederhole als letzten Satz: Freiheit, meine Damen und Herren, ist der Verzicht auf die Anstrengung, ohnmächtig zu bleiben. Vielen Dank.